Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Huch, was ist denn hier Neues? Ah, ein Transformer, damit wir Strom an die Stadt schicken, sozusagen. Den könnten wir jetzt hier anbauen, dann hätten sie auch Strom. Aber vielleicht sollten wir erstmal anfangen mit dem Wasserwerk und Abwasser und hin und her. Aber dafür müssen wir dementsprechend erstmal einen Platz haben. Dann wird es ja irgendwie oben platzieren, dann müssen wir hier Wasser irgendwie hinlaufen lassen. Oder hier. Dann könnte man es hier anschließen oder sowas. Aber da haben wir ja noch Zeit für, ne? So, nee. Unsere Aufgabe ist ja immer noch weiterhin, hier alles soweit freizukriegen, damit wir die nächsten Gebiete gut bauen können. Und dass wir uns langsam hier das Gebiet vollpumpen. Es ist der Wahnsinn, wie das mittlerweile schon ausschaut. Also sie kippen immer weiter hier das Zeug rein. Es wird wirklich schick, finde ich. Also ich glaube, dass wir was wirklich eine schöne Plattform hinkriegen. Die wir auch schön wahrscheinlich hier vorkriegen und dann vielleicht hier lang auch kriegen. Dass wir hier Wasser aufsaugen können, dass wir hier dann die Verwaltung dementsprechend herrichten. Das sollte super funktionieren. Nahrung schaut auch soweit eigentlich ganz gut bei denen aus. Also von daher, sie können, dürfen sich gar nicht beschweren, gar nicht beschweren. Ich tue jetzt mal hier ein bisschen die Aufgaben entfernen, die nicht mehr gebraucht werden. Weil die ja sozusagen schon abgelaufen sind. Ja, die tun langsam hier weiter baggern. Der Stand ist auch soweit gut. Die da oben werden immer mit ihrem Holz weitermachen. Dann dürfte die Köhlerei auch immer weiter arbeiten. Also ich glaube, bei den Holzmengen sind die eh gerade aktuell noch super in Ordnung. Sand ist wenig weg. Ich finde eher den Stift, wie es hier abgeht, Wahnsinn. Also das eine ging jetzt viel schneller, aber natürlich, da war wahrscheinlich hier halt die Ebene schon dran. Und dann hat es dementsprechend sehr schnell angepasst. Aber die Ebene ist natürlich praktisch wirklich für solche Sachen wie jetzt dann Wasser abpumpen und das in Energie umwandeln ist hier unten dann sozusagen und dann wird es nach oben geschleust. Hol mich gleich dazu vor, wie kriege ich das am besten nach da oben? Muss ich das so stufenweise machen oder kann ich da irgendwie... Na, ich kann mich schon nach hier oben verbinden. Bedeutet, das funktioniert auch schon. Was würde ich sonst hier direkt mal hinten dran bauen einfach? Oder ich versuche es kürzer zu halten. Auf jeden Fall werden wir das Kabel irgendwann brauchen. Ob jetzt links oder rechts, ist ja mir eine Wurscht. Hauptsache ist schon mal da. So, wie geht's mit den Baggern? Ja, die baggern sich schön durch. Ist natürlich viel Gestein, viel Erde und alles drum und dran, was sich hier befindet. Vorteil ist, es arbeitet sich halt echt gut durch, ne? Na, Gemüse, alles fast leer. Also bedeutet, wir brauchen eh die nächste Runde schon quasi. Jetzt werden wir die gleich mal bauen. Wir kopieren alles hier. Teil des Bodens ist unfruchtbar. Oh nö, weil hier unfruchtbar... Kann ich da nicht eine Bodenumwandlung durchführen oder sowas? Also ist das quasi, was ich gerade tue, relativ Nonsens. Na, dann tun wir nochmal die Bauarbeiten dementsprechend umwandeln, dass wir hier vielleicht einen Durchbruch einfach machen. Die Frage ist, wie machen wir den am besten? Dann machen wir fürs erste Mal nur da lang.
Sollen sie das hier abgraben anfangen? Sollen sie dann den Tunnel wirklich durchbohren? Das ist doch blöd, och. Ich habe gedacht, damit kriege ich es noch hin, dass ich ein bisschen mehr Fläche hier kriege dafür. Dann muss ich die wahrscheinlich hier also schräg platzieren einfach in Zukunft. Ja, ist blöd, aber was willst du machen? Was willst du machen? Die Köhler laufen. Der Köhler kriegt das ganze Zeug nicht weg. Da ist einer, da ist einer andere. An die großen Wälder haben sie sich noch gar nicht dran getraut. Aber auch nicht schlimm. Auch nicht schlimm. Jetzt haben wir hier die Flüssigkeitsmodule. Hier ein Frachtdepot und dann halt hier. Das ist jetzt sozusagen das Dock, das wir sozusagen brauchen. Und wir dann dementsprechend alles anschließen. Kann nicht ins Meer platziert werden. Das ist halt natürlich wieder. Das Ding ist jetzt relativ schwer zum Beispiel zum Platzieren. Wirklich einen passenden Platz für das Ding zu finden. Katastrophe. Deswegen denke ich mal, dass wir hier hinten relativ schöne Plätze für das Ding haben. Und wenn wir es hier vorne dran bringen, ist auch wurscht. So hin und dann passt das schon. Da buddeln wir uns aber dann hier schön durch. Das dürfen wir jetzt die Bagger erledigen, hier sich durchbuddeln. Und dann kannst du nicht hier die Flüssigkeitsmodule machen, die bringen dann nicht Öl darüber und dann kann man das dementsprechend alles schön umwandeln. So. Der tut Wasser in Kohle, aber wir müssen trotzdem irgendwie noch Wasser umwandeln. Dafür fehlt aber irgendwie noch, glaube ich, der Fortschritt. Gasverbrenner, der macht Dampf, genau. Mühle, und da kann ich dann Weizen machen. Wo war denn das wieder? Erweiterte, benutzerdefinierte Routen. Frachtdepot 2. Wasserrückgewinnung, das ist Kühltürme. Da kriege ich wieder ein anderes Gerät. Ist das hier dabei? Ist das hier dabei? Nee, ist es nicht. Einfach Wasser. Ah, hier, warte mal, hier. Ich kann das in einer einfachen Destillerie machen. Ich schlaube, ich schlumpf. Aha. Braucht dafür natürlich Kohle. Dann kriege ich Sohle raus, das muss ich wieder rauspumpen ins Meer. Und dann habe ich reines Wasser. So, aktuell können wir die Köhler pausieren. Dann sind die mal auf Standby. Dann haben wir Holz auf jeden Fall mal als Backup sozusagen. Haben wir so wenig Bagger Dinge aktuell, dass die nicht genug haben zum Arbeiten? Die können doch alle einfach hier hinfahren. Schüttet das Ding auf und macht es fertig. Sollte doch nicht so schwer sein, oder? Verbrennungsanlage, wer braucht das schon? Ah. Abwasserrohr, genau, das werden wir dann auf jeden Fall brauchen. Das kann man auch hier so schön hindrehen. Das wird dann alles schön abgelassen und alles drum und dran. Dann ist das hier wieder alles pipi fein. Die sollen jetzt aber erstmal schön aufschütten hier. Aber jetzt halt langsam wird's, ja? Langsam wird's. Die
Die schütten alle schön auf und wir ziehen nach drüben. Die buddeln sich jetzt hier durch. Dann haben wir hier schönen Pfad auch durch. Können wir mal gucken, was passiert, wenn wir zum Beispiel hier hinten. Auf welcher Höhe befinden die sich denn? Plus 2 ist das hier. Also wir müssen bloß auf plus 2 sozusagen runter. Und dann sind wir schon d'accord. Wann wird es der neue Highway-Pfad dadurch? Dann können wir hier hinten für den außen rumbauen oder sowas und dann wird es der Highway-Pfad. So, jetzt muss ich nur überlegen, wie ich das Ganze mache dann. Damit das mit der Kohle auch funktioniert und alles. Oh, du bist fertig, was? Ah ja, schau an. Wohl wahr, wohl wahr. Dann buddelt man links und rechts ab. Da ist ja auch noch genug Gebiet. 12 Monate, was? Wie geht das? Haben wir so viele Bewohner mittlerweile, dass die das auffressen wie Sau oder was? Das ist nicht gut. Okay, wie mache ich das jetzt mit der Nahrung? Wie mache ich das jetzt mit der Nahrung? Das geht, okay. Weil dann tun wir hier dementsprechend das Wasser nach vorne legen, noch weiter. Beziehungsweise die Rohrleitung halt einfach hier anschließen. Und dann einmal das flache Förderband. Das ist mal eh, wo es hingeht. Und dann einmal das tiefe für die Kartoffeln. So. Und dann sagen wir hier, nimm die Einstellung von der hier. Und sollte das soweit passen. Genau. Dann können die auch gleich produzieren und alles trieb und tra. Und die Nahrungsproduktion sollte sich ein bisschen erhöhen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal einen Platz dann finden für noch mehr Wasserproduktion und Wassergebiete. Damit es alles wird. Aber fürs Erste haben wir hier eine kleine Nahrungsversorgung doch noch stehen. Aber rein theoretisch können wir wahrscheinlich hier vorne sogar noch eins hinstellen. Was dann hier drüber fährt und sich einbindet. Das ist ja auch noch so eine Idee. Wie ist denn das aktuell, wenn ich noch versuche, eins zu bauen? Wenn ich noch eins irgendwo hinstellen will, so. So passt es hier nicht mehr wirklich hin. Terrain too high, was? Weil dieses Steinchen da liegt, oder was? Oh.
Müsste auf jeden Fall die Kabellage dementsprechend neu legen. Ist doch nervig, dass man hier nichts bauen darf, weil hier das, die Nahrung dementsprechend problematisch liegt. Das ist doch blöd. Haben wir irgendein Ressourcenlager eigentlich angegriffen oder? Nee. Hier ist nur ein großes Wasservorkommen. Das ist alles gut. Das ist immer noch unser Eisen. Hä? Alles Eisen, das ist so brutal. Den Sand haben wir schon reduziert. Kupfer hier auch. Wie schaut's hier aus? Kohle haben wir hier wahrscheinlich auch schon relativ runtergebuddelt. Ich würde die Nahrung gerne importieren. Ich glaube, das funktioniert nicht. Was gibt es denn in der Zukunft für Nahrungs... Wie, keine Forschung ausgewählt. Forschung starten. Als ob ich kein Wasser... Ding ausgewählt hätte. Ein Gasverbrenner ist für mich natürlich geil. Größere Lagerkapazität lässt mich natürlich meine Lager vergrößern, ohne dass ich wirklich was mache. Schiffswaffen sind für unsere Sachen ganz gut. Stahl werden wir auf jeden Fall brauchen, genauso die Panzerung. Ein Lebensmittelmarkt Stufe 2 ist auch nicht schlecht. Und Verordnungen machen das Leben noch schöner. Um das zu machen, muss ich gleich erst Weizensaat finden oder so ein Zeug. Das kann noch ein bisschen dauern. Und dann brauchen wir Konstruktionsstufe 3. Und dann kommen wir zu unseren Lastwagen und Baggern der XXL-Stufe. Und Baumerntemaschinen Stufe 2. Hier sind dann die geilen, also die sind echt geil. Das sind richtig geile thermische Entsalzer. Die machen das richtig gut. Da brauchst du halt Dampf wieder für. Aber wenn du so niedrig Dampf nimmst und dann halt mit hohem Dampf deine Energie erzeugst, dann kannst du das richtig gut nutzen noch. Salzproduktion. Mische Salz plus Wasser wird Sohle. Ja, okay, da kann ich es wieder zusammenmixen halt, ne? Aber die Sohle kann man dann rein theoretisch noch in Salz umwandeln. Problematisch wird das alles, wenn du das Ganze alles machen willst. Und so hinterher. Ethanol. Gewächshaus. Das ist das, auf was ich jetzt mal setze. In irgendwas Indoor-mäßig. Fände ich schon toll. So geringe Lebensmittel. Ja, aber ich habe doch hier extra eine neue Farm gebaut. Was ist denn hier los? Die dürfte auch nicht zu wenig Flüssigkeit kriegen eigentlich. So wie das hier ausschaut, ist die ja hier bumm voll. Jetzt ist das Lager wieder voll. Die Season müsste ja auch irgendwann mal vorbei sein und dann... So, die buddeln sich jetzt hier durch wie irre. Na, langsam wird's ja, langsam wird's ja. Na komm! Die kleine Plattform kriegen sie wohl noch hin. Die muss ja noch größer werden, das ist ja das Schlimme eigentlich dran. Aber weißt du was, wir tun jetzt noch schnell das Wasser verbinden. Problem ist, wie wir es mit Abwasser machen, weil wir müssen das Ding ja am Abwasser anschließen. Und das geht nur hier vorne lang. Produziert ihr auch Abwasser? Ach ja, ihr produziert auch Abwasser. Bedeutet, ich müsste das irgendwie hier lang mogeln. Die Anschlüsse. Eine Gasfackel, da kann ich alles Mögliche verbrennen. Das ist natürlich auch geil. Das sind so Module, die müssen auf das Frachtdepot dementsprechend drauf. Jetzt haben wir Distilleriestufen. Die arbeiten auch mit Dampf. Was wir aber dann brauchen, ist die einfache Distillerie. Die wird uns da richtig ordentlich schön was noch machen, ne?
Okay, wir tun gerade so irgendwie so ein bisschen an Armut noch rumballern, ne? Wollen wir einfach mal Kohle verkaufen, weil wir es gerade können? Und dann schalten wir euch wieder in Betrieb. Wir produzieren wieder Kohle. Fackelt die Maschinen an. Verbrennt es alle. So. Also muss man sagen, die Insel ist für Pflanzenanbau eine einzige Katastrophe. Außer ich schaff's irgendwie hier nach hinten, da könnte ich wahrscheinlich noch was schick machen. Ich muss mich hier noch durchbuddeln, weil die Kohle ist. Da gibt's nichts anderes, weil das ist irgendwie nur Stein. Also habe ich hier relativ abgelost sozusagen von der Fläche her. Was wir eben gleich mal hier noch sagen ist, hey, wir wollen das hier größer. Besser und weiter. Dann können wir nicht hier unten wirklich alles produzieren, was benötigt wird. Und können dementsprechend froh sein. Na gut, Leute, aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn hoffentlich die Bagger dementsprechend unseren Tunnel fertig gebaut haben. Also, bis dann. Ciao.